Oh, hier wird sich schon fleißig unterhalten. Hallo, ihr beiden. Was macht ihr denn da? Worüber unterhaltet ihr euch denn? Hallo, hallo, ich bin auch hier. Hallo, 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 ich bin Stuggy LP. Hallo. Ja. Hallo Leute, schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Magic Awakened mit mir, dem Dougie LP. Und wir haben heute wieder einige coole Aufgaben vor uns und mein Deck ist natürlich bereit, jeden noch so mächtigen Gegner in die Knie zu zwingen. Für alle, die vielleicht bei den letzten Folgen nicht dabei waren, ich bin aktuell Level 25 zum Zeitpunkt, wo ihr das jetzt gerade seht, könnte ich natürlich schon weiter sein, weil ich ein bisschen im Off natürlich auch weiterspiele, damit ich ein ernstzunehmender Gegner bleibe. Aktuell in der Top 250 der besten deutschen Duo-Duellanten. Ne, das ist, da kann man sich schon mal was drauf einbilden, glaube ich. Ja, yeah, und genau, diesen Rang will ich weiter verteidigen. Das ist mein aktuelles Deck. Ihr könnt es gerne plagiatieren, Leute. Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Aber ich, ja, also ich gebe euch gerne die Erlaubnis, mein Deck nachzumachen. Okay, ich komme halt hart abgehoben rüber. Aber Leute, das gehört dazu in Magic Awakened, weil ich halt Platz 250 oder so bin. Müssen wir gleich nochmal gucken. Oder sehe ich das hier auf meiner ID-Karte? Nee, da sehen wir, glaube ich, nur die Teambewertung, ne? Ah, doch hier. Rang 250 exakt, Leute, in Deutschland. Ne? So, jetzt genug geflext. Hab schon wahrscheinlich den einen oder anderen Daumen nach unten dafür kassiert. Nein, Leute, ist natürlich nicht so ernst zu nehmen, aber ich mag diesen Konkurrenzwettkampf ein bisschen. Und sollte man nicht allzu ernst nehmen. Wir müssen jetzt in der heutigen Folge zu Lottie in die große Halle. Mit der hatten wir schon lange nichts mehr zu tun, unsere Hobbykünstlerin. Und ich würde sagen, gehen wir mal direkt dorthin. Los geht's. Okay. Die ist sich gerade anscheinend am Unterhalten. You're starting an art club, Lottie? I'm trying to, but so far the response has been less than enthusiastic. Some seem interested in picking up a brush, but the second I mention researching the Hogwarts portraits, their eyes always glaze over. Das verstehe ich gar nicht. Also ich male echt gerne in der Freizeit und ich gehe auch gerne in Kunstmuseen. Also for real, Leute, tue ich wirklich gerne. Also ich wäre ihr Mann in dem Fall. Also nicht in dem romantischen Sinne, ne? Weil da bin ich ja nicht so entschlossen und... Oh, es geht weiter. Know of any portraits with tragic backstories, depictions of unsung heroes? Come to think of it, yes. If you're not too busy, could I take you on the rounds to get your feedback on a few options? I'm quickly realizing that my idea of interesting is very different from most. Of course, Lottie. Anything to help get your art club off the ground. Let me drop off my books and I'll meet back up with you. Alles klar, Leute. Also, Lottie will anscheinend so eine Art Kunstclub oder Lehrgang oder Seminar oder nennt's wie ihr wollt gründen. Und ja, ich bin absolut begeistert, Leute. Ich komme gerne mit dazu. Also, ich als leidenschaftlicher Hobbykünstler würde mich da gerne mit anschließen. So, sich in Gespräche einmischen, trifft Lottie im Schlossflur. Ja, dann würde ich sagen, folgen wir der guten Lottie mal und gucken mal, was, ja, wie das Ganze jetzt weitergeht. Hallo, Lottie, wo bist du? Ach, da bist du ja direkt. Hallöchen. Oh, du willst mir garantiert die Kunst hier zeigen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Oh, you're here. What do you think of this painting? Das da? Also das mit, das linke oder das rechte? Also das linke finde ich ganz süß und das rechte finde ich irgendwie gruselig. Und ich irgendwie winke ich den Porträts zu, alles klar. I think, well, if I'm being frank, I think it's quite soppy. Kitschig? Ich finde das halt traurig und gruselig zugleich. Und warum hat die zwei Zauberstäbe in der Hand? Sorry. I could see how you feel that way at first glance. But why don't you take a closer look? Ja, zwei Zauberstäbe. Wie ich gesagt habe, Leute. Yes, good catch. This is a portrait of Etheldreda Bloodworth. Okay, den Namen habe ich noch nicht gehört. Ich habe ja auch viel von dem Kanonwissen, das J.K. Rowling später auf Pottermore rausgehauen hat, aber der Name kommt mir gar nicht bekannt vor. Oh nein, ich habe zu schnell gemacht. Oh. Gegen wen zu erheben? Nein, ich habe das zu schnell weitergedrückt. Ich Esel.
It's no wonder she looks so upset. Leute, ihr könnt ja gerne nochmal kurz zurückspulen und ganz schnell stoppen an der Stelle, wo der Chat einmal kurz eingeblendet war. Es tut mir leid, ich passe da wieder mehr drauf auf. I've always said that we can learn a lot about the past, present and even the future from portraits, if we're willing to listen. Well said, young witch. It has been quite some time since a student took such interest in us portraits. Not since that Simon Talmadge lad, I believe. Simon? Did you say Simon? Simon? Gosmer, you know who Lady Etheldreda's talking about? Oh yes, we're the best of friends. Or rather, we were. 183 years ago. Oh, for some reason, everyone tends to suddenly remember stuff they have to do when I come around. But not Simon. We talk and play for hours. I even showed him my third favorite hiding spot. The one hidden behind the painting of... Wait a moment. Did you say there's a secret room behind a painting? Not just a room. A whole corridor full of them. That sounds perfect for your art club, Lottie. If you tell people that you meet in a secret clubhouse, everyone's going to want to join. Ich glaube, das Bild hier ist ein bisschen buggy. Gossamer, where exactly is this hiding spot of yours? I'll show you. Come, come. Also ich meine das linke Bild, Leute. Ich habe die Maus ausgeblendet, weil das manchmal stört beim Spielen. Ich wollte ja gerade mit der Maus zeigen, wo, aber ihr seht die ja nicht. Also ich meine das linke Bild, das sieht irgendwie komisch aus, als ob das so nach vorne geht. Ich glaube, das ist ein Grafikbug. Okay, Leute, alles klar. Ein geheimer Raum. Klingt spannend. Ich muss sagen, die Story in dem Spiel gefällt mir. Sie ist nicht ganz so episch oder eindrucksvoll, sage ich mal, wie bei Hogwarts Legacy. Aber immer noch, ja, interessanter als bei Hogwarts Mystery. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man hier irgendwie diesen Hogwarts-Alltag mehr fühlt. Aber auch, finde ich, mehr fühlt als in Hogwarts Legacy. Und den Aspekt finde ich halt ultra cool, vor allem, weil es eben so ein Multiplayer-Game ist und die Werte hier... finde ich nicht darauf liegen, möglichst episch und spannend zu sein, sondern, ja, einfach die Geschichte zu erzählen und einen so fühlen zu lassen, als wäre man in einem echten Hogwarts, ja. Und da können ja nicht immer irgendwelche krassen Dinge passieren. Wobei natürlich die Frage im Raum steht, ob das so bleiben wird, denn ich habe schon von einigen gehört, dass sich das ganz drastisch ändern könnte. So, Folge Gossamer zum Versteck. Okay, aber hier können wir noch gerade suchen. Kriegen wir nochmal eine Belohnung. Okay. Gut, also wir müssen Gossamer folgen, dafür müssen wir aber, ja, wahrscheinlich... Oh, warte mal, da unten ist noch so eine Fiole, da können wir noch einen Schatz mitnehmen. Ja, das machen wir natürlich auch, wenn wir schon einen gefunden haben. Die meisten habe ich tatsächlich schon, glaube ich. Aber noch lange nicht alle, da unten ist auch noch eins. Hier in Hogwarts habe ich, glaube ich, noch viele übersehen. So. Kann ich da eigentlich direkt reinlaufen? Nee, pflegemagischer Geschöpfe. Ah, ich kann jetzt doch an Unterricht teilnehmen. Das ist mega cool, aber jetzt gerade nicht, können wir später noch machen, Leute. Okay, dann funktioniert das jetzt. Oh, nice. Und hier ist der Slytherin-Gemeinschaftsraum. Naja, kanonisch ist was anderes. Wobei, na gut, die können sagen, dass man hier im Kerkerbereich ist, aber... Naja. Oh, lol, wir haben sie gefunden, ohne dass ich mich hintippet habe. Wow, das ist ein schönes Bild, Leute. Ist hier noch irgendwas zum Kaputtmachen? Nö, okay, ja, dann wollen wir mal. Hallöchen. This is it. Behind this painting is a corridor full of rooms, each grander than the last. Though it seems different from what I remembered. This is exactly what I need to drum up interest in my art club, Gossamer. So, how do we get in? Sorry, I just can't shake the feeling that something's missing from this painting. Now, what did you say again? Ich finde nicht, dass was fehlt. Ich mag reine Landschaftsgemälde. I asked how we get the painting to open up. Oh, that. Haven't a clue. How do you not know? It's your third favorite hiding spot, isn't it? Yes, but it's not as if I've actually had to use the door, being a portrait and all. Though I do vaguely recall Simon placing an enchantment on the portrait to keep telltales out. I wonder if you have to say a password or perform some sort of action to enter, like you do to get into the house common rooms. Why don't we ask the nearby portraits if they remember anything? If Simon's as memorable as Etheldreda made him seem,
It's possible we could pick up a clue or two. Ja, das könnte sein, Leute. Dann lasst uns mal mit den Gemälden hier sprechen. Müssen wir mit allen reden oder reicht die richtige Person? Wer sieht denn von den dreien am meisten so aus, als... Also der sieht alt und weise aus. Das ist eine Dame mittleren Alters und das ist ein Herr mittleren Alters. Aber der sieht irgendwie aus, als würde der sich Dinge anhören und behalten. Ich finde... Simon Talmadge. Ja, Jack Sparrow. Now, there's a name I haven't heard in ages. Poor lad had such a hard time fitting in, and the other kids bullied him for it. Got so desperate for someone to confide in that he made friends with us. Of course, being seen talking to portraits only made him an even bigger target. Those kids even destroyed his paintings once. He was really upset, so I showed him this hiding spot to cheer him up. He was so excited to turn it into his own private art studio. But Gwydion... Gwydion Idris. Scamp if I ever saw one. Always did the opposite of what he was told. Always managed to rope Simon into doing the same too. He was real charismatic that way. Okay. Yes! Simon Talmadge and his friends came here often. A rather eclectic lot, if my memory serves. Okay, sie weiß anscheinend Bescheid. It's my understanding that they commandeered the hidden space behind the painting for their clubhouse. Oh ja, sie weiß sehr viel. Do you have any idea how they were able to get in? The only thing I can recall is that the sleeping dragon in the painting would snort flame every time they entered, as if laughing. Flammen ausstieß und es... So ein bisschen, also das Motto von Hogwarts ist ja, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Oh, that's right. There was a sleeping dragon in this painting before. Simon added it to this otherwise boring old landscape. Vielleicht muss man ihn kitzeln. Das wäre jetzt krass, wenn das stimmt. Also, das Motto von Hogwarts, wie gesagt, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Draco Dormiens Titillandus Nunquan, glaube ich, oder irgendwie so in der Reihenfolge. Und... Vielleicht ist darauf Bezug genommen worden. Weil er ist aufgewacht und hat gelacht und Feuer gespeit und vielleicht hat ihn jemand gekitzelt und das... Ja, mal gucken. Simon Talmadge? I always thought the boy was a bit off. Once I caught him staring at the painting you're talking about. He kept mumbling the Hogwarts School motto. Draco Dormiens Nunquam Titillandus. Okay, ich hab's nicht in der richtigen Reihenfolge gesagt. Over and over to himself. I thought he had gone mad. I cannot say I was surprised when I heard what had happened to him. Oh mein Gott, Leute, ich habe vielleicht in gewisser Form recht. Ich bin auf jeden Fall nah dran gewesen. What had happened to him? Oh, excuse me. I think I hear someone calling my name. Das glaube ich aber nicht, Mister. So we know that this painting used to be a landscape before Simon added a sleeping dragon onto it. That the dragon would laugh before the door opened. That Simon had a notoriously rebellious friend, and that he was overheard mumbling Draco Dormiens Nunquam Titillandus while viewing the painting. Everything seems to point to the dragon being the key to getting inside, but where could it be? Perhaps it's been hidden. Let's take a closer look. Okay, Leute, ein kleines Suchspiel an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier wirklich einen Drachen finden kann. Aber gleich geht wahrscheinlich auch der Text weiter, weil, ja, okay, man hätte ihn lange suchen können. Zeichne den Umriss des Drachen mit einem einzigen Strich? Bruder, was? Oh mein Gott. Das ist gar nicht so einfach. Also das war bei Hogwarts Mystery deutlich einfacher. Da musste man nur so kleinere Symbole nachzeichnen. Aber ich finde... So schlecht mache ich das jetzt auch nicht, oder? Ich darf halt nur nicht absetzen. Volle Konzentration, weil ich mir irgendwie einbilde... Boah. Weil ich mir irgendwie einbilde, dass es vielleicht irgendwas Besonderes bringt, wenn ich es richtig gut mache. Aber ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen geübt bin... Weil ich ja immer PNGs für meine Thumbnails ausschneide, da muss ich mich genau das machen, was ich hier gerade mache.
Gut, da ziehe ich nicht in einem Strich durch, sondern setze auch ab und zu ab, aber ab und zu ziehe ich auch einfach durch, wenn ich faul bin. So, jetzt noch hier der Schwanz. Die Stacheln lasse ich mal ignoriere ich jetzt mal. Guck mal, habt ihr den auch so schön nachgezeichnet oder habt ihr das so im Schnelldurchlauf gemacht? So. Ich glaube, das hätte ich gar nicht so krass machen müssen, oder? Ich glaube, ich hätte ihn einfach nur ganz schnell zeichnen können. Naja. Okay. LOL, ich hatte eiskalt recht. Gehirn, was ist denn heute los mit dir? Wahnsinn. Den Drachen kitzeln, das Hogwarts-Motto aufsagen, Krach machen, um den Drachen zu wecken. Ja, Leute. Draco dormiens numquam titillandus translates to never tickle a sleeping dragon. Knowing that Simon deliberately chose to paint a sleeping dragon and that he had a rebellious streak, I think the key to opening the door is to do the exact opposite of what the motto advises. Ich bin so eine Intelligenzbestie. You're so clever. Woo! Leute, ich wusste das wirklich nicht. Ich schwöre euch um mein Leben, dass ich das nicht wusste. Ich gehe genauso blind ins Spiel wie vielleicht der ein oder andere von euch. Oder vielleicht guckt ihr das auch an, wenn ihr das selber schon gespielt habt. Aber ich wusste es definitiv nicht. Dankeschön. Wie stolz ich einfach bin, ey. Naja, ich meine, mit Rätseln habe ich es ja nicht so. Da muss man mir dieses eine Erfolgserlebnis mal lassen, Leute. So ist das nämlich. Geheimnisvoller Eingang. Folge Gossamer zum Versteck. Ja, okay. Tanzen kann ich gerade nicht. Wir gehen nämlich jetzt mal da rein. Ui. Du und Lottie. Wieso muss das denn so schnell da stehen? Ich habe das nicht lesen können. Oh, hier sollte man vielleicht erstmal aufräumen. Er ist leer. Wie kann das sein? Last time I was here, it was full of Simon's paintings, Gwydion's experiments, Jessamine's half-dressed mannequins, Nemesine's photographs. I'm so sorry, Gossamer, but it has been almost 200 years since you last saw them, hasn't it? A lot can change in that amount of time. You don't understand! This place was never supposed to change! If you don't mind me asking, what exactly was this place? It was our clubhouse. No, not just that. It was our place. Where no one would bother or bully us. We could do whatever we wanted here. Be whatever we wanted here. So it was a safe space? No, a safe space. Actually, now that I think about it, that's exactly what Gwydion called it when he pitched the idea to Simon. A safe space for anyone who doesn't belong. Oh, süß. Originally, it was just for me, him, and Simon. But over the years, we recruited more and more people. Das ist ja... Oh. Oha, was passiert denn jetzt? Ach, das ist... die zeigen uns, wie der Raum so verwahrlost aussieht. Warum der so aussieht. It was somewhere you could truly be yourself. I never really thought about it like that, but yes. Yes, I suppose it was, wasn't it? It was supposed to be here for anyone who needed it, long after we were gone. I suppose that's why it's so sad to see it empty like this. I never even got to say goodbye to everyone. Oh, Gossamer, I wish there was something we could do to cheer him up. What if we clean the place up? It won't bring his friends back, but it might be easier for Gossamer to cope if the space doesn't look so abandoned. What's this? That's a great idea. Let's do it now so we can surprise Gossamer when he gets back. Da steht eigentlich, fangen wir an, aber der nur gar keinen Bock eigentlich. Na, ich habe wirklich gar keinen Bock. Jetzt dürfen wir hier einen Raum aufräumen. Okay, na gut, Leute. Das ist halt jetzt unsere Aufgabe. Arrangieren. Nette Übersetzung. Okay, es ging doch schneller als gedacht. What's this? We noticed how upset seeing this place run down was making you. So we tidied it up. It's not much, but we hope it cheers you up a bit. It does.
Thank you, you two. You know, Gossamer, I've been thinking. Instead of dwelling on the past, why don't you start looking ahead to the future? Why not carry on where you left off and help a new generation of Hogwarts students create a place where they can be themselves? You mean get this place up and running again? That's a brilliant idea! I'm going to try my best to make it an even more welcoming place than before. But of course we don't mind, Gossamer. It sounds fun. Das war wieder ein bisschen schnell. Well, I mind. Ich habe aber etwas wer hat was dagegen? Oh, hä? Simon? Simon? You're a ghost? And you look as you did when I last saw you. But wait, wouldn't that mean... How? Why? What happened to you? I don't want to talk about it. And I don't want you here. Any of you. Leave. I don't understand. Is this some sort of joke? Did I do something wrong? Are you mad at me? No, it's not. Things change. People change. Maybe we should just go. We can always find somewhere else to... No! This place was Gwydion's dream. Not somewhere else. Here. Don't you remember, Simon? Don't you still want to see his dream through? Look around you, Gossamer. Everyone and everything is gone. This place has long been forgotten. Gwydion's dream is dead. It is not. Not as long as we're still here to see it through. It probably will be hard work, but Gossamer's our friend. We'll do whatever it takes to help him achieve his goal. Simon, are you really prepared to just abandon Gwydion's dream like this? Bah. Sieht halt aus wie Tom Riddle, Do what you want, but leave me out of it. The Simon I knew was never so cynical. He'd never just give up like that. What happened to him after I was sealed away? Like this secret clubhouse, time seems to have done a number on him. Man muss auch ein bisschen sagen, es ist ein bisschen unlogisch, dass das hier wie eine Art Mensch, also die Magie hinter Gemälden funktioniert eigentlich anders, aber da ist das ist schon sehr kleinig jetzt von mir. Weil normalerweise, also er ist ja jetzt quasi ein Abbild seiner Person, die mal gelebt hat, aber halt als wäre es wirklich diese Person, aber normalerweise ist es nur eine Schablone der Person, die nicht aber weiter denken kann, als würde sie noch existieren. Wisst ihr, wie ich meine? Und das haben sie hier ein bisschen übertrieben, aber es ist ein Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich persönlich finde es auch nicht schlimm. Oh, wird das jetzt hier unser... Also so eine Art Clubraum, den wir selber einrichten und gestalten können? Oder ist der jetzt von Natur aus, wird er schon so... Gut, ich meine, wir haben unseren Schlafsaal, den können wir auch gestalten. Ich denke nicht, dass wir das hier selber machen können. Oder? Doch! Persönlicher Bereich freigeschaltet! Lotti findet es auch großartig. Du kannst diese Designvoreinstellungen entfernen oder als Basis für dein eigenes Design verwenden, wenn du magst. Oh, wie cool. Wir haben sogar einen eigenen Raum. Ja, holen wir uns erstmal hier ein paar Geschenke ab. Stimmt, es gibt ja auch Möbelstücke in dem Game. Esel, ja. Magische Meisterungen. Okay, gehen wir mal drauf. Und dann können wir uns hier... Ah, sogar neue Karten abholen. Sehr gut. Edelsteine, Alter, wie viele haben wir denn bitte hier freigeschaltet? Holy moly, sogar noch, oh mein Gott, ein Gemälde, noch ein goldener Schlüssel, hier noch eine Karte, ne, ein Bild ist das. Neuer Rahmen. Sammle 5, weil wir schon so weit sind, weil ich so viel im Off gespielt habe. Oh, das fühlt sich gerade sehr gut an, Leute. Das fühlt sich sehr, sehr gut an, so viele Belohnungen auf einmal. Guck mal, so schnell kommt die Kiste ja gar nicht hinterher. Boah, genial. Ich liebe das. Das mag ich generell sehr bei Spielen. Dass man dann auf einmal so mega viele Sachen einsammeln kann, weil man da irgendwie ganz spät erst irgendwas aktiviert hat. Das ist voll das befriedigende Gefühl. Und ich meine, das ist ja nicht mal alles, weil da waren 3 Punkte, wo wir irgendwas dazu bekommen. So, alle Belohnungen hier erhalten. Jetzt guck mal hier, 3 weitere Teile. Da können wir auch noch irgendwas einsacken. Hier, genau, nämlich noch einen Emoji. Dann haben wir noch ein Rittergemälde. Oder was auch immer das da war gerade. Ich sammle die jetzt mal alle ein. Dann sehen wir gleich eh oben, was wir da bekommen haben. Was ist jetzt? Achso, wir haben wieder irgendeine Kleidung. Nee, will ich auch nicht. Bin selber kein großer Fan, meine Klamotten großartig zu ändern.
Ah, das sind diese ganzen Rahmen, die ich schon in Duellen gesehen habe. Und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, was haben die denn krasses gemacht, dass sie diesen Rahmen bekommen haben. Aber so krass ist das anscheinend gar nicht. Rette 20 mal dein Teammitglied im Duell. Haben wir auch schon. Wow. Oh nein, gewinne 10 Duelle hintereinander. Wir haben nur 9. Oh, wie ärgerlich. Gewinne 20 Duelle hintereinander. Boah, das muss man ja eigentlich auf Anhieb schaffen. Weil wenn du einmal Gold bist oder Platin oder so oder noch höher, dann schaffst du garantiert keine 20 Siege hintereinander. Das bezweifle ich ganz, ganz stark. Vielleicht meinen die auch Freundschaftsduelle damit. Dann könnte man Leute fragen und dass die eventuell absichtlich verlieren. Auch wenn das natürlich kacke ist, aber naja, wir wollen ja alle diese Belohnungen hier haben, oder? So, Schulleben haben wir auch schon. Erfülle 10 Tagesaufträge, erledigt. Melde dich insgesamt einen Tag an, haben wir auch erledigt. Hier, oh, wie süß, was haben wir denn da? Das ist eine Trollfigur. Ja, oder so ähnlich. Dann haben wir hier. Okay, es sind auch Emojis, glaube ich, ne? Oh, genial, Leute. So viele Sachen. Oh, was jetzt? Was? Nein, nein, ach so, warte, wir können uns die Belohnung abholen, aber ich wollte eigentlich noch eben die restlichen Sachen da einsammeln. Ich will wieder zurück. Ich will meine Sachen einsammeln, das ist so ein gutes Gefühl und ich war noch nicht fertig. Spiel. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nein, ich will zurück in den Raum, lasst mich in den Raum, ich will Belohnungen einsammeln. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Warte mal, vielleicht hier über die Schnellreisefunktion, die neu dabei ist. Geheimnisvoller Wagen? Ist aber nicht das, oder? Vielleicht ist das eine falsche Übersetzung. Naja, mal gucken. So, Hauptturm. Wie heißt das Teil denn überhaupt? Hier sind die Klassenzimmer. Badezimmer, Flur, Büro, Schlafsaal, Bibliothek, Hauptturm. Ja, und das ist die Winkelgasse. Hä? Ja gut, aber müsste ja eigentlich... Eigentlich müsste ich ja über... Wartet mal. Ja, wir gehen mal eben hier in den Flur, Leute. Eigentlich müsste ich ja über den Flur auch wieder dahin kommen, weil ich meine, da sind wir auch zuletzt lang gelaufen. Hä? Ach so, wir müssen ja mit denen reden. Nee, aber nicht jetzt. Ich will meine Belohnungen abholen und nichts und niemand wird mich jetzt davon abhalten. So, hier sind wir. Genau, hier wollte ich auch hin. Oh, warte, da ist noch ein Teil. Da können wir noch ein paar Belohnungen einsacken. Sehr schön. So, aber wir wollen zu diesem Bild. Ich will in meinen Clubraum. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nur hin, weil ich wurde um meine Belohnungen betrogen. Und das kann ich auf Teufel komm raus leider nicht dulden. Das sieht mir doch sehr danach aus. Sehr schön, ich hab's gefunden. Nice. So, wie komme ich jetzt nochmal in dieses bedeutungsvolle Gemälde? Hier, Erfolge. Genau, das meinte ich. So, jetzt holen wir uns nämlich nochmal den Rest ab. So, hier haben wir nochmal was. Und, oh, sogar das Porträt mit den tanzenden Trollen. Und Newt Scamander. Und irgendeine Einhornstatue. Und, hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Hallo, was soll das? Ich will da nicht hin. Drücke ich irgendwas zu schnell oder wie? Ich habe doch nur meine Belohnungen eingesackt. Sag mal, Spiel. Jetzt ist aber auch mal gut hier, ne? Jetzt will ich aber schon mal hier, ne? Du weißt schon. So, wir gehen jetzt nämlich nochmal hier in den Flur. Und von dort aus gehen wir dann wieder in den Turm. So einfach ist das jetzt nämlich. Genau so machen wir das. Das ist der Plan. Das ist der Weg, Leute. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich richtig laufe. So, und jetzt im Schnelldurchlauf. Denn sonst überziehe ich die Folge hier maßlos. Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, oder? Wollte ich doch? Warte, ich muss, glaube ich, hier runter, ne? Miau. Lost. Da wollte ich nämlich... Nein, Treppe kommt zurück. Och, jetzt werde ich aber vom Spiel geärgert. Oh, warte mal, hier unten ist Bereich dazu. Oh. Ja, Leute, ne? Immerhin müsst ihr es mir nicht in die Kommentare schreiben. Das war gerade ein bisschen laggy. Wo sind meine Erfolge? Erfolge ansehen. So, Leute. Ach so, ich habe was eingesammelt, was ich noch gar nicht hatte. Jetzt verstehe ich, bin ein Vollidiot. Alles klar, Leute. Aber egal, wir haben schon bei einem Erfolgsabschnitt 55% geschafft. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ja, und jetzt können wir bedeutungsvolle... Ja, das machen wir in der nächsten Folge, Leute.
Wir haben jetzt also unseren eigenen kleinen Clubraum, den wir selber einrichten können. Und auf jeden Fall mega viele Belohnungen abkassiert hier gerade. Richtig cool. In der Hoffnung, dass euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder hoffentlich bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.